Hello there, we react on Montana Black macht Obdachlosen. Heute habe ich was glücklich. Schönes erlebt. Reaction time! Hey Freunde, heute habe ich was wirklich Schönes erlebt, Digga. Ich muss das euch mitteilen, Digga. Also, ich bin ja nicht so der, Freund davon, sowas irgendwie. Also, es gibt ja Leute, die machen sowas, was ich gleich erzähle, und filmen das. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Obdachlosen Essen geben oder Geld geben. Und das ins Internet stellen, dass andere Leute sich auch dazu ermutigt fühlen, das auch zu machen, Geld zu geben. Aber ich würde auf jeden Fall niemanden dabei filmen, Digga. Fangen wir mal damit an. Das ist eigentlich nicht die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Es gibt bei uns im Buxtehude jemanden, der ist mäßig obdachlos. Der fährt immer mit seinem Fahrrad durch die Gegend. Und den habe ich diesen Sommer das erste Mal gesehen, also nicht diesen Sommer, sondern letzten Sommer das erste Mal gesehen. Da saß er auf einer Parkbank, Digga, und hat da vor sich hingechillt. Bin an dem vorbeigefahren, da hatte ich noch mein GTS, glaube ich, doch, da hatte ich mein GTS noch. Bin an dem vorbeigefahren, bin irgendwie 200 Meter an dem vorbeigefahren und ja, weiß nicht, Digga. Viele wissen das ja nicht, weil die mich noch nicht so lange kennen, aber ich war selber mal obdachlos. Ich habe selber mal das Problem gehabt, dass ich kein Zuhause hatte und auch teilweise dann nicht direkt auf der Straße geschlafen habe. Ich habe mir immer irgendwo einen Ort gesucht, was überdacht war, ob es jetzt irgendwie ein Treppenhaus war oder Sporthalle oder whatever oder beim Kollegen auf der Couch. Aber ich war selber in der Situation, kein Geld zu haben und obdachlos zu sein. Und dann bin ich umgedreht, habe den Rückwärtsgang eingelegt, bin zu ihm gefahren und habe Fenster, Beifahrerfenster runtergemacht und habe gesagt, ey, komm mal rüber, Kollege. Kommt da mein Fenster und ich hatte, ich weiß gar nicht, was ich anhatte. Und da habe ich in meine Tasche gegriffen, Digga. Ungefähr so habe ich dann die Tasche gegriffen und habe ihn Fuffi in die Hand und habe gesagt, Digga, mach dir einen schönen Tag draus. Mir persönlich ist es egal, ob derjenige sich davon Alkohol holt, Drogen, Essen oder keine Ahnung. Es sind erwachsene Menschen und die können dann mit dem Geld, was ich dem gebe, machen, was sie wollen. Ich finde es immer eher verwerflich, wenn Leute Obdachlosen oder Pennern Geld geben und dann sagen, aber davon holst du dir nur was zu essen, keine Drogen. Das sind erwachsene Menschen, die können auch damit machen, was sie wollen. Das, so sehe ich das zumindest. Wenn man sich bereit dazu erklärt, jemandem Geld zu geben, dann sollte man ihm nicht noch vorschreiben, was er damit zu machen hat. Gerade wenn es dann nur jemand ist, der obdachlos ist. So sehe ich das zumindest. Dem habe ich dann ein paar Mal Geld gegeben. Wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihm immer einen Fuffi in die Hand gedrückt. Das habe ich früher auch schon gemacht, aber ich kann jetzt ja nicht jede Geschichte davon erzählen. Seit ich YouTube mache und auch viel Geld verdiene, bin ich, was das angeht, sehr, sehr spendabel. Das heißt, außer, und das wird jetzt wieder vielleicht eine Diskussion, außer es sind welche Bettler, die das beruflich machen, also es gibt ja so eine Art Bettel-Mafia, kennt ihr bestimmt Berichte drüber, denen gebe ich kein Geld. Aber ansonsten eigentlich jedem Obdachlosen, den ich sehe, gebe ich Geld. Meistens. Also, meistens mache ich das. Und heute war ein Erlebnis, das hat mich sehr berührt. René war auch dabei. Das hat mich sehr, sehr berührt und hat mich nochmal bestätigt in dem, was ich mache. Heute war ich bei oben bei uns in der Süd, wo der Dönerladen immer steht, bei Sparmarkt Papel. Jetzt ist das Nah und Frisch oder so, keine Ahnung. Früher ist es Sparmarkt Papel, deswegen nenne ich es immer noch Sparmarkt Papel. Und wir waren da und vor der Tür stand Hinz und Kunz Verkäufer. Hinz und Kunz Verkäufer kennt ihr wahrscheinlich alle, die Zeitung verkaufen, die stehen den ganzen Tag draußen vor der Tür, egal bei welchem Wetter, und versuchen da irgendwie 5 Zeitungen an den Mann zu bringen. Ich will nicht wissen, was die Leute verdienen, aber die werden wahrscheinlich 10er am Tag oder 20 am Tag verdienen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie verdienen, aber gut bezahlt ist wahrscheinlich was anderes. Und ich habe schon öfters Leuten, die Hinz und Kunz Zeitung verkauft haben, Geld gegeben. Mal ein 10er, mal ein 20, mal aber auch ein Fuffi. Und heute bin ich dann, ich habe meinen Mercedes dann geparkt und da hat er schon diesen Einweiser gemacht. Ja, komm noch ein Stückchen, komm noch ein Stückchen. Die Leute wissen natürlich nicht, dass ich eine Kamera im Auto habe und eigentlich keine Hilfe brauche, aber die Geste zählt. Bin ich ausgestiegen, habe mich mit ihm kurz unterhalten, weil ich auf René gewartet habe. Der ist von zu Hause gekommen und ich habe noch kurz auf ihn gewartet. Habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Er sagte, schöne Auto. Es war halt ein Ausländer, keine Ahnung was für ein Landsmann. Ein stämmiger Typ mit dick eingepackten Klamotten. Er sah so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, wie ein Holzfäller. So sah der ein bisschen aus. Wie ein Bär, der aussieht wie ein Holzfäller. So sah er für mich aus. Ein ganz lieber. Habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten und so. Und dann hat er mich ganz lieb gefragt, hat er mich, also ich wusste schon in dem Moment, ich werde ihm Geld geben. Und dann hat er mich ganz lieb gefragt. Er meinte, oh, voll kalt heute. Und er stand im Schatten. Und sagte zu ihm, ja, ist echt kalt. Ich sagte, in der Sonne ist schön warm, aber hier im Schatten kalt. Und er steht da den ganzen Tag. Dann fragt er mich ganz lieb, vielleicht Kaffee kaufen? Dann sage ich, klar, ich kaufe dir einen Kaffee, kein Problem, Digga. Dann war ich mit René bei Sparmarkt Pape da drin. René ist dann zugestoßen. Dann war ich mit René bei
Sparmark Pape drin. Und dann haben wir für die Rehe und für die Galloways wieder für 20, 30 Euro Karotten und Äpfel gekauft, die wir dann später gefüttert haben. Dann sage ich zu René, René, geh mal rüber zum Bäcker, hol dir mal einen Kaffee und noch einen Schokocroissant. Dann sagt René, okay, mach ich. Sind wir rausgegangen, dann sind wir zu dem Typen gegangen. René hat ihm den Kaffee und das Schokocroissant in die Hand gedrückt. Und da war er schon, da war er schon so dankbar, Digga. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warte noch mal ganz kurz. Und habe in meine Tasche gegriffen, Digga. Und habe mir 50 Euro in die Hand gedrückt, in die Augen geschaut und habe zu ihm gesagt, mach dir ein schönes Wochenende. Und was dann passiert ist, Digga, habe ich selber nicht mitgerechnet, Digga. Er hat mich angeguckt, Digga, hat mir die Hand geschüttelt, hat mich in den Arm genommen, aber so ein richtiges Männerdrücken. Und hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben, Digga. Hat er René in den Arm genommen, hat ihm einen Kuss auf die Wange gedrückt. Und das war so, Digga, war so ein schönes Gefühl, jemanden etwa so mit so einer verhältnismäßig kleinen Geste, oder nicht kleinen Geste, aber 50 Euro bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Mit so einer kleinen Geste jemanden so glücklich zu machen. Und dann sind wir zum Auto gegangen und da habe ich schon gesehen, dass er geweint hat. Und so einen bärtigen Holzfäller-Typen siehst du nicht so oft weinen. Dann bin ich noch an meinen Kofferraum gegangen. Ich habe hinten in meinem Kofferraum so, keine Ahnung, 80 Wasserflaschen drin, Plastikflaschen, die ich immer, wenn ich unterwegs bin, trinke. Dann bin ich nochmal zum Kofferraum gegangen, hab nochmal zwei Wasserflaschen rausgeholt, bin wieder zu ihm gegangen, hab ihm noch das Wasser in die Hand gedrückt, hab ihm nochmal die Hand gegeben und die Tränen in seinen Augen gesehen zu haben, war ein schönes Gefühl, waren Freudentränen. Und da bin ich mit René losgefahren, hab zu ihm gesagt, weißt du was, René, Digga? Überleg einfach mal, früher waren wir auch in so einer Situation, wir hatten nichts. Und ich bin so fucking glücklich, sag ich euch ganz ehrlich, ich bin so glücklich, in einer Situation zu sein, dass 50 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, für mich, wenn ich die verschenke, ausgebe, mich nicht arm machen und mir keinen Zacken aus der Krone brechen. Und ich in der Situation sein kann, wo ich jetzt gerade bin, nämlich egal ob jemanden, der Zeitung verkauft, Freunden, Familie, Bekannte, dass man denen auch mal in Zeiten, wo es denen nicht gut geht, finanziell oder Sachen, die man durch finanzielle Mittel kauft, helfen kann. Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mir viele Sachen gekauft in meinem Leben. Fette Goldkette, Rolex, Ring. Das war alles ein geiles Gefühl. Hat mich glücklich gemacht. Wirklich, hat mich glücklich gemacht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es macht mich am meisten glücklich, wenn ich andere Leute glücklich machen kann oder anderen Glück verschaffen kann. Und sei es nur, was ich mit René jetzt momentan mache, auf die Wiesen fahren in Appelbeck und die Rehe und die Galloways füttern mit Karotten und Äpfeln. Das macht mich einfach glücklich, Digga. Das macht mich einfach glücklich, Digga. Wenn ich den in Zukunft sehe, werde ich auch weiterhin dem etwas zustecken, Digga. Ja, das wollte ich euch mal erzählen. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl heute, Digga. Das war ein schönes Gefühl heute. Ich habe oft schöne Gefühle, Digga, aber das war heute sehr schön, Digga. Und was lernen wir aus der Geschichte? Geben macht glücklicher als nehmen. Auch wenn ihr vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung habt, wie ich es habe. Selbst wenn es nur ein Kaffee ist und ein Schokocroissant oder ein Fünfer für Zigaretten oder ein Sechser, geht nicht immer an den Leuten vorbei, die wirklich obdachlos sind und die betteln. Klar, man muss das nicht mögen oder man muss das nicht cool finden, das, und ich will niemanden dazu auffordern, das zu machen, obwohl er es nicht will. Aber mal jemanden einen Fünfer zuzustecken oder dem mal einen Kaffee zu holen. Ihr solltet immer euch eins merken, mit dem Lebensmotto fährt man besser. Du kriegst immer das, was du... Das, was du gibst, kriegst du auch sowas. Karma. Und wenn du viel gibst, dann kriegst du auch. Das, was du gibst, kriegst du immer doppelt zurück. So solltet ihr durchs Leben gehen. Natürlich nicht auf... Also das ist nur meine Lebenseinstellung zum Teil. Also einer meiner Lebenseinstellungen. Ich denke, jeder von euch, wenn er mal unterwegs ist, irgendwo hat mal 2, 3, 4, 5 Euro übrig. Und wenn er jemanden sieht, einen Bettler oder jemand, der auf der Parkbank sitzt und anscheinend obdachlos ist, weil er irgendwie... sein Hab und Gut auf dem Gepäckträger hängt. Er geht einfach hin und gibt ihm einen Fünfer oder einen Zehner oder einen Zwanni oder geht zum Bäcker und holt ihm irgendwie einen Kaffee und was zu essen. Das kann man machen und das fühlt sich auch echt gut an. Doch den man es ansieht, dass es denen nicht gut geht. Lock rumlaufen und so tun, als wenn sie eine Gehbehinderung haben keine Ahnung. Dann gehst du mit denen an denen vorbei, habe ich schon gesehen. Dann gehst du mit einem Kollegen an den vorbei und irgendwie der Kollege hat einen Hund, der nicht so gut erzogen ist und schiebt auf einmal Aggro gegen den Typ und auf einmal kann der sprinten wie sonst was und hat gar keine Gehbehinderung mehr. Solche Geschichten, Digga.
Also, das ist meiner Meinung nach eine richtige Ehrenmann-Aktion. Wenn ihr mehr Reactions von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe. Und feiert Cringe-Uka schön. Ciao!